Highlights in dieser Folge: Kiel verkleben und Bleiballast gießen. Nachdem die Distanzhölzer auf eine Seite des Kiels aufgeklebt wurden, versäubere ich nun alles, damit der Kiel anschließend geschlossen werden kann. Da ich für den Schwertkasten dickeres Sperrholz verwendet habe, muss ich das Distanzstück zwischen Schwertkasten und Noseblock konisch schleifen. Die Auflageleisten für die Fußbodenbretter werden abgelenkt. Schließen des Kiels ist darauf zu achten, dass sich dieser nicht verzieht. Dazu zeichne ich am Bug, am Heck und in der Mitte jeweils die Mittellinie des Kiels an und spanne anschließend eine Schnur. So kann ich genau feststellen, ob der Kiel nach der einen oder anderen Seite gebogen ist. Im Bild nicht zu sehen ist, wie ich den Kiel am Heck unterlege, so dass er genau passend ausgerichtet ist. Hier kontrolliere ich, ob die gespannte Schnur genau über die eingezeichnete Mittellinie läuft. Nicht komplett, ne? Sonst riecht man zusammen. Ja.
Nachdem das Epoxidharz ausgehärtet ist, werden alle Reste entfernt. Der vordere Teil des Kielballastes, bestehend aus Blei, wird eingebracht. Es ist nicht notwendig, das gesamte Blei aufzuschmelzen. Ich sorge nur dafür, dass es keine Berührungspunkte zwischen den Bleibarren und dem Holz gibt und dass keine Hohlräume zurückbleiben. Dadurch entsteht auch weniger Druck auf die Seitenwände des Kiels. Sicherheitshalber bringe ich dennoch diese Schraubzwingen und Hölzer an. Anschließend fülle ich den Hohlraum weiter mit flüssigem Blei und Bleibarren auf. Einbringen der Bleibarren hat mehrere Vorteile. Erstens spart es Zeit, da dieses Blei nicht aufgeschmolzen werden muss. Zweitens kühlt sich das geschmolzene Blei, das drumherum gegossen wird, schneller ab. Dadurch baut sich weniger Druck auf die Seitenteile auf, aber auch die thermische Belastung für das Holz ist geringer. Insgesamt habe ich für das Vergießen dieses Hohlraums knappe 30 Minuten gebraucht. Das überstehende Blei wird so weit wie möglich mit einem Hobel entfernt. Dabei entstehen weniger giftige Schleifstäube.
Weiter geht's mit dem Einbringen des Bleiballastes in den hinteren Teil des Kiels. Ich achte darauf, dass sich die Bleibarren weder untereinander berühren noch seitlich an das Holz kommen. So möchte ich sicherstellen, dass nirgendwo Hohlräume entstehen. Dadurch, dass das Blei nicht komplett in geschmolzener Form eingebracht wurde, waren diese Hölzer und Schraubzwingen mehr als ausreichend, um zu verhindern, dass die Seitenwände auseinandergedrückt werden. Insgesamt habe ich für das Vergießen des hinteren Teils etwa 1 Stunde und 15 Minuten gebraucht. Floorboards werden vor dem Einbau zweimal mit Epoxidharz beschichtet und anschließend wird das Ganze mit 120er Papier geschliffen. In eingebautem Zustand wäre diese Schleifen nicht mehr gut möglich. Auch den Schwertkasten beschichte ich zweimal mit Epoxidharz. Diesen möchte ich später eventuell mit Klarlack lackieren. Die zweite Seite des Schwertes wird mit einer Mischung aus Epoxidharz und Graphit beschichtet. Die andere Seite ist bereits fertig.
Floorboards werden jetzt zum zweiten Mal mit Epoxidharz beschichtet. Wie sich herausstellte, war es keine gute Idee, dafür eine Rolle mit 6 mm Fluor zu verwenden, zumindest nicht, wenn man das Verschlichten mit einem Pinsel oder Schaumpinsel weglässt. Doch dazu im nächsten Video mehr.